und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Fallout 4. Und damit ihr es schon mal direkt wisst, ich habe mir jetzt zwei, drei Pläne vorgenommen. Und zwar wurde bei mir zwei Sachen gewünscht. Und zwar einmal, ich soll doch mal ein bisschen Waffen modden. Da dachte ich mir, pff, klar, warum nicht? Da habe ich mir gedacht, komm, fängst mal an. Oh, guck mal hier. Boah, sind wir fett. Einen halben Bildschirm nehmen wir ein. Aber da dachte ich mir, komm, dann modden wir wenigstens etwas, was wir entweder gerne benutzen, so wie die Autosniper hier oder irgendwas. Sowas hier will ich irgendwie nicht modden. Die ist zwar ganz cool, die Waffe, aber guck mal, die sieht einfach scheiße aus. Sowas hier schon eher. Die auch nicht. Sowas hier auch natürlich sehr gerne. Oder sowas hier. Mal gucken. Oder den Breitseiter, weil ich meine, der ist an sich eigentlich ganz scheiße, aber mal gucken, wie er gemoddet ist. Wo war der Unterschied zwischen der hier und der da? Hab's vergessen. Na, vier. Vier war Sniper. Und dann, wo die andere Sache, die von mir gewünscht wurde, ist, geh doch mal bitte zurück zum Start. Ich meine, ich weiß ja nicht warum, aber es wird einen Grund haben. Nimm mal ganz kurz meine ganzen Waffen und den ganzen anderen Scheiß. Ich habe es wieder seit fast einer Woche nicht gespielt, einfach aus dem Grund, weil Schule. Du bist ja gerade wieder eine Berufsschule, ne? Kotzhoff kann nicht mehr tragen. Okay. Din, 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 din. Ich will ihn eigentlich runterschießen. Ich will es nicht testen. Und außerdem, was ich auch gerne mal probieren möchte, ist, das war aber kein Wunsch, das habe ich mir einfach so gedacht. Sneaky Attacks. Nee, ich komme nicht aus dem Versteck. Oh Gott, hab ich gesehen. Okay, pass auf. Brauchen die eigentlich die gleiche Munition? Nee, ne? Nee. Nein, nicht das hier. Die hier. Da ist er. Ich wusste, dass er außen rumläuft. Deswegen bin ich jetzt einfach mal hinter ihm. Hier, nimm das. Verbrenne. Da ist noch einer hinter mir. Nicht so gut. Ich bin gar nicht jetzt irgendwie gepankt, weil der irgendwie so einen Totenkopf hatte. Ich wusste nicht, wie stark der ist. Halt's Maul da oben. Boah! Ich bin geköpft. Habt ihr das gesehen? Boah! Oh, Raketenwerfer hast du dann nämlich doch gerne mal mit. Schießt nicht schön auf mich. Da oben. Das war doch. Das. Da. Ne. Boah, den habt ihr auch geköpft. Boah. Ich will nicht. Was ist das? Ich will nicht leuchten. Ich will eigentlich gerade in mein Inventar gehen und Level up. Dann Intelligenz, ist da irgendwas, ich mehr Erfahrung kriege? Bum, bum, bum. Da, da, dum. Wissenschaft, also, ne, da ist schon Ende, okay. Was ist das denn? Ninja, ein erster Schattenkrieg, wo dein Fährschleichangriff in den dreifachen Mal anscheinend. Okay, mal gucken, was gibt's denn sowas, was wir richtig, richtig krasses machen können? Ständig an den Nahkampf verursachen, bla bla bla. Schütze dich den Gefahren des Irrlands mit Zugang und Standard und Rang für. Ja, das hört sich schon ganz gut an. Aber wir wissen halt noch nicht, was wir alles so brauchen. Immer rein mit dem guten Zeug. Du besitzt eine 50% niedrige Chance, durch Verwendung von Camps abhängig zu werden. Ja. Lebensspender.
Oh, mehr Gesundheit. Ist auch nicht so schlecht. Oh, wir brauchen schon Freunde. Wenn du ohne Begleitung unterwegs bist, erleidest du 15%. So, nee, danke. Werde zu einem Flüstern. Was ist denn ein Flüstern? Ach so. Oh, werde zu einem Flüstern. Werde zum Schatten. Du bist bei Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Oh, ich kann voll nah ranzoomen. Krass. Bonusschaden lässt dein Feind gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Genau das dann machen wir. Ach komm, das machen wir einfach mal. Ich meine, why not? Ja, genau! Vielleicht eine Pistole, weißt? Das Commonwealth wird uns gehören. Aber die kann man nicht darunter holen. Schade, das war jetzt gerade meine Intuition dahinter. Aha, aha. Boah, ihr habt ja gar nichts. Was will ich denn von euch? Naja. Plasma-Kartuschen. Der Sesak ist... Warte mal, oder habe ich jetzt gerade den Sesak gleich gemacht? Die... Ah. Hoppala. Ihr habt nicht so viel, was ihr mir geben könnt. Kann das irgendwie sein? Was ist denn mit dir, bitte? Das war jetzt aber eine peinliche Vorstellung von dir. Da, da, ba, bam, bam. Wir checken kurz das kleine Haus hier hinten. Hier sind immer noch überall Gegner. Unfassbar. Gehen wir mal den ersten Turm hier hoch, oder? Aber noch Vorsicht, ich wollte gerade schon sagen, weil die Musik so langsam ausgeht. Oh, jetzt ist sie aus. Okay, tschüss Musik. Ich habe übrigens jetzt, glaube ich, den Haken weggemacht mit... Also ich habe da gerade eben... Autsch! Hast du den gerade umgebracht? Hey! Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Oh, ich kann ihn da losschicken und zu... Wo bist du? Schnappt er was Nützliches. Wie hast du das denn so schnell gemacht? Alter? Alter? Was hast du getan? Was? Ich will ganz kurz gucken, ich habe doch noch was gefunden hier. Oh, das hier. Können wir ja auch mal ganz kurz dazwischen werfen, oder? Was wie sieht davon gefällt mir auf jeden Fall schon ein bisschen besser, so aus Kim und Korn Dingen da. Oh, groß! Supermutantenharnisch. Aha. Wahrscheinlich ist der so überstark. Und ich sag einfach so, aha. Oh. Hab ich den echt schon an? Hoppala. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Ach, da! Pass mal auf, Kollege Turnschuh. Das kann auch anders gehen hier. Ich seh's ja schon kommen hier. Oh, zwei getroffen, zwei nicht. Du kleine, miese Fotzdo. Das Jackgewehr gefällt mir zwar nicht so gut, aber komm, warum sollte man es nicht benutzen, wa? Was haben wir denn hier drin? Boah. Oh, Brennstoff, kriegen wir jetzt einen Feuer Flammenwerfer oder was? Feuerwerfer auf jeden. Notrufsender. Das wäre schon ziemlich geil, ne?
Na, gehen wir halt hier auch kurz wieder runter. Also ich krieg doch keinen Fallschaden, oder? Boom! Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt diesen Turm zuerst hoch, oder? Ah, gehen wir jetzt den Turm hoch. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Bist du nicht der Typ, bei dem ich das letzte Mal so lange geraucht habe? Wäre nur nicht so viel Technologie. Weiter, ja, erzähl ruhig weiter. Darf's reden? Nee, das ist ja eklig. Und tschüss. Ist jetzt nicht so witzig. Guck, wie klein das, das Ding, das Jagdgewehr im Gegensatz zu dem ist, ist ja krass. Na gut. Nimm ich wieder meine Waffe in die Hand. Ach, jetzt müssen die noch entsperren. Boah. Ui. Weißt du, sowas hätte ich doch nicht entsperren müssen. Bingo. Du hast in der Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft im Schleichen schwieriger zu entdecken. Oh! Hier komme ich nicht durch. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon irgendwas, das, weißt du, da runter zu jumpen und alles beben lassen und richtig cool. Ah, speichern wir mal kurz. Lieber zu oft speichern, als am Ende wieder doof dazustehen. Radiation. Ja gut, kann ich mit dem Ding hier eigentlich schwimmen? Ah gut, scheiß drauf. Oh, hier liegt da noch ein... Nachtsicht. Das muss ich mir jetzt aber doch mal angucken. Boah, geil. Das nehmen wir mal mit, aber einfach nur zum Testen, aber das war's auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich vertrete die ganze Zeit auf ein Kabel vom Headset drauf. Schlimm. So. Gut, dann. Wie ist das Nachbeben danach noch? Ja, ich bin schon längst wieder am Laufen. Hey, Cosworth. Du wirst mit später ausgetauscht. Ich habe mich jetzt mal gedacht, komm, nimmst du auch mal andere Begleiter mit, um einfach mal so zu gucken, wie es so ist. Ich würde sagen, das ist jetzt das letzte Mal intensiv den Hund. So weit komme ich nicht. Ja. Gut, der ist halt nur zur Deko da. Wahrscheinlich ist jetzt überschüttet in den Fleischsack, aber ich komme halt nicht dran, ne? Oh, Hallöchen! Hat die überhaupt irgendwas? Nee. Ach nee, ein Fat Man! Supermutanten Beinrüstung. Aber da haben wir auf jeden Fall eins der interessanten... Fällt mir nicht drauf Takt. Ich glaube, die wollen, dass wir ab Level 17, 16 so einen bekommen. Weil mittlerweile 18. Ich glaube, die wollen das echt. Ja. 5 und 7. Also 7 und 5. Was hatten wir normalerweise? 7 und 5 Beinrüstung war. Mein Gott, nee. Ich meine, diese komplizierte Macherei hier. Was mag da drin sein? Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, wie wir bis jetzt aussehen. Also jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen... Ach, was sah aus? Ja, siehst du, schlechter, weil es gegen beide ausgetauscht wird. Das ist kacke.
Okay. Den tragen wir einfach so. Okay. Das macht zwar keinen Sinn, dass wir beides anziehen können, aber gut, lassen wir mal so. Mhm. Hey, Godswerf. Du kannst doch keinen T57 mehr tragen, aber du kannst doch bestimmt noch anderes Zeug tragen, oder? Meine Waffen kannst du bestimmt noch einen Fatman oder... Nein, nein, du... Nicht mal Raketenwerfer, du Schwachmat, du! Ah, komm, irgendwas müsst du noch tragen können. Du Schwächling. Da unten liegt noch was mit Taschenkampfrüstung und linkes Bein. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Wahrscheinlich habe ich das gerade weggeworfen. Das ist einfach nur mal aufgehoben, aber egal. Linkes Bein, wo haben wir es denn? Da. 8-8. 8-8, aber das ist Taschen. Das ist ja Taschen, ja. Das ist nicht unwichtig. Ich würde überlegen, wie viel trage ich? Na, 40 Kilo habe ich noch. Oder? Was muss ich eigentlich nochmal machen? Ich habe es gerade vergessen. Die Satellitenstation untersuchen. Ja, gut. Ah, nicht, stimmt, einen Ort haben wir noch vergessen. Dann gehen wir nochmal hier rein. Gut, nach diesen einen einzigen Sache. Und danach würde ich sagen, leeren wir uns und gehen zurück zum Anfang. Wurde immer wieder gesagt, geh zurück zum Anfang, da findest du was Geiles. Aber ich bin noch den ganzen Anfang ganz gut durchgegangen, dachte ich eigentlich. Doch, so eine Power Armor ist schon echt fett. Da in das Haus wollte ich noch reingehen. Schnellspeichervorgang. So, und jetzt? Superkleber, hat sich schon mal wieder gelohnt. Löscher. Aha. Boah. Ist das ernst? Ich muss da in die Ecke gehen, oder? Wobei, hier hinten ist ja auch noch was, also gucken wir nochmal genau nach. Clipping-Fehler. Ach so, oh, Hallöchen. Erstmal beklauen. Gelehrter Ferris Holoband. Erstmal ausziehen. Erstmal nackig da liegen lassen. Und dann die hier hat 15, 10. Das kannst du nicht tun, solange du eine Powerrüstung trägst. Ach, halt doch dein Maul. Hier, warte. Hä? Nee, warte, komm mit. Warte, ich leg dich. Wenn schon, darfst du auch schön jetzt chillen. Und zwar... Ja, ja, so ist gut, so ist gut. Nein, 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 so nicht. Komm mit. Oh ja, Stahl. Komm schon. Alter, wie ausgebeutet eine Hose ist. Nur weil der Stahl ist, brauchst du nicht gleich... Ne? Oh, hoppala. Sorry. Nein, nein, nicht so. Fast. Ist der Schwede runtergefallen. Mensch, Kollege, mach doch mal mit, was ich dir sage. Na, würdest du jetzt mal? Mach die Beine breit und setz dich da drauf, damit du da drauf sitzen kannst. Ja, 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 nein. Na komm, lass mal dich einfach so liegen jetzt. Sieht aus, als wärst du jetzt von oben runtergefallen, auch wenn er deine Treppe... egal.
Egal, passt schon. Ach komm, ich will das Supportrüstung raus. Hm? Oh. Das dauert 3-4 Sekunden mal da rauszugehen. Das ist mal voll nervig eigentlich. Ach so! Gegen alles austauschen. Das sehe ich aber anders. Ich würde mir ganz kurz was interessieren, wenn ich jetzt. Weil so, wenn ich es so rummache, dann sieht der nächste wieder aus. Wenn ich jetzt aber. Weil es aussieht, 93, 55. Sagen wir mal 93 jetzt nur. 96. 97. 94. 96. Das ist irgendwie ein bisschen buggy, aber egal. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Ich vergesse, wie der hieß. Gelehrter Ferris, glaube ich, ne? Boah, krass. Nee. Holoband. Hier, hören wir uns mal an. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Ärgerlich. Boah, wie viel wir schon gefunden haben. Heftig! Okay, nee, wir wollten jetzt ja... Ich hab ja gesagt, komm, gehen wir nochmal zum Start. Also tun wir das auch. Warte mal, ich kann gerade mit Power Armor reisen. War das nicht mal irgendwie etwas, das ich nicht mit Power Armor reisen konnte? Da war doch mal irgendwann was, oder? Ah, egal. Es funktioniert, das ist ganz gut. Ich bin gerade ein bisschen froh darüber, also was soll's. Ich würde sagen, die zweite Power Armor stellen wir uns auch mal da einfach hin. Na, wir sind gerade mit Power Armor geriesen. Sehr schön. Und raus da. Und du bekommst... ich bekomme den Fusionskern zurück und von dir... Nee, du kannst ihn behalten. Wobei, du kannst den auch behalten. Hier. Nicht reinsteigen. Nicht reingehen. Nicht... Oh, zum Glück. Cosworth. Hey. Gib mir doch mal bitte mein ganzes Zeug. Money, so rum. Ach, vorbei. Wenn man das gebrauchen kann, fress ich. Besen. Ah, ist nur ein bisschen zu schwer. Ich frage mich, warum ihr alle wollt, also beziehungsweise warum da einer wollte, ich weiß nicht, ob das alle wollen, warum da einer wollte, sich zurückgeht zum Anfang. Ich verstehe das gerade nicht ganz. Hey, Cosworth. Hast du noch irgendwas? Ja, Sir? Ich hab dir alles genommen. Was meines ist ihres, Sir. Du hast nichts mehr, ne? Gar nichts mehr. Gut, dann nehme ich dir gleich einen anderen Begleiter. Hier war eine provisorische Batterie, habe ich das richtig gesehen? Oh, hier ist sogar echt noch Müll. Sagt das vielleicht mal irgendjemand, dass hier noch Zeug ist? Alter! Das ist ja die Höhe! Es regnet. Wer ist schuld? Das Hühnchen. Ja? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Klar, warum nicht? Du bekommst nicht jetzt von mir... Du bekommst von mir... eine... Ja, was gebe ich dir denn überhaupt? Oh, ich gebe dir einfach ein Kampfgewehr. Was brauchst du dafür? Punkt 4, 5. T ausrüsten. Punkt 4, 5 brauchst du dafür. Oh ne, warte, so rum. Punkt 4, 5. Hier kriegst du von mir... Ich würde sagen, 50 dürfen reichen, oder? Ja. Und an Rüstung bekommst du von mir... Äh...
Das hier. Piep. Und das da. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ach, halt die Klippe. Dogmeat. Heißt in Ordnung? Alles okay, Junge? Komm. Junge, wir müssen gehen. Kurzwurf bleibt hier. Tschüss, Kurzwurf. Na komm, wir sind jetzt ganz viele... Wir sind 2 Wochen oder so miteinander geriesen. Ist doch, ich würde sagen, ist okay, oder? Transfer, Waffen. Fat Man! Und den Erlöser. Den Raketenreform war auch noch. Ach Gottchen. So viel Zeug, was wir gar nicht brauchen. Ach komm, wozu? Wir haben noch viel, viel geilere. Also, ich denke, guckt euch das hier an. Warte, wo ist sie denn? Ich finde es jetzt nicht. Was soll der Kerk? Oh, wir haben ja noch ein Scharfschützengewehr hier. Hoppala. Hier, guckt euch das an. Das ist doch viel. Ach. Keine Frage. Ich bin gerade übrigens die ganze Zeit überlegen, was könntet ihr gemeinsam mit... Ja, guck das mal, das ist voll krass. Okay, du hast hier... Ich hab den gerade eben nur einen Harnisch gegeben, ne? Heißt, du kriegst immer noch ein linkes Bein, linken Arm, kriegst du immer noch... Rechts... Und rechts. Ich hoffe, ich habe das richtig genommen. Ich habe nicht zweimal rechts das gleiche genommen. Hey, du. Nimm's, mach sie nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ich will nur ein bisschen handeln. Ey, ich will nur ein bisschen handeln. Also, komm mal her. Siehst du, sieht doch schon viel gut, aus. Naja, kriegst lieber die Munition. Die Form ist ein bisschen besser. Das war's, ne? Linke Arm. Und... Nee. Oh, fuck. Kriegst du den hier? Den da. Muss ich nur mal austauschen gegen rechtes Bein. Hoppala. Und einen Helm brauchst du auch noch. Hoppala. Warte, Kleo? Hol dir mal einen kurzen Moment. Ach, hat er jetzt auch noch? Ich hab jetzt gerade... Du kriegst von mir ein rechtes Bein. Sortieren. Nach Schaden. Ah, gut, warum nicht? Alles richtig, ne? Alles richtig. Das ist richtig. Hoffentlich bin ich nur noch einen Helm. Ja, die Gasmaske natürlich ganz gut. Ah, die ist noch besser als die der hat. Ich weiß es gerade nicht, aber können wir mal testen. Nur noch einen Helm. Machen wir gar nicht. Oh, das ist natürlich ärgerlich für dich, aber nicht für mich. Hey, Dogmeat, lass das. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Komm mal her. Gut, jetzt kriegst du von mir... Wo haben wir es? Da. Zehn, 5. Und dir habe ich gegeben... Oh, was? Ach so, das ist... Ja, hab nichts gesagt, das war das Bein. Das hier meinte ich natürlich eigentlich. 14, 11, 15... Oh, das ist die sogar noch besser. Hoppala. Und Tipps und Jeans brauchst du jetzt nicht mehr. Die Impro-Pistole und die Patronen auch nicht mehr. Ah, guck mal, jetzt ist er viel besser ausgerüstet. Er braucht nur noch einen Kopf. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ah, guck mal, sieht doch schon viel besser aus hier als dein komischer Unterhemd und Jeans da. Wo du überhaupt noch lebst. Impro-Pistole. Oh, schon wieder so ein Scheiß. Verkackt. Zwingendstens keine 10mm Pistole, dann wäre ich ausgerastet. Auch wenn ich es mir selber rausgenommen habe, aber das wäre dann ziemlich scheiße gewesen. So, Waffen haben wir aber definitiv jetzt leer.
Kleidung. Hier und hier. Ja. Dann kommt hier noch rein. Ach, ich kann dir doch eine Mütze geben. Du kriegst von mir ein rotes Halstuch. Und eine Baseballmütze. Und Tim Jeans damals, ja. Pass auf, Thor. Jetzt gucken wir mal, wie ein Kopf aussieht. Ah, jetzt sehe ich echt gut. Baseballmütze. Halstuch. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. So, habe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche? 256, ich bin ein bisschen schwer, ne? Waffen. Brauche ich. Bis jetzt sieht ganz gut aus. Ah, die ganzen T45-Sachen, meine ich, kann ich natürlich gleich noch wegbringen. Klar, logisch. Die sind auch alle ganz schön schwer, wa? Was? Null? Oh. Okay, die scheinen wahrscheinlich kaputt zu sein. Dann bringen wir die noch Sachen weg und dann sind wir eigentlich fertig. Zum Glück. Kleidung. Ach, guck, wie viel Platz wir jetzt wieder haben. Oh. So, der ist ausgerüstet bis hinten gegen. Keine Ausdauerpunkte mehr. Gut, dann gehen wir jetzt hier hin zu unserer Oma. Von dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Hey. Bist du wieder bereit für das dritte Auge, Kind? Normalerweise mische ich Psycho lieber, aber dieses Mal brauche ich es pur. Du musst mit den Camps aufhören. Das ist mein Ernst. Das leidige Thema wieder. Ich hab's dir doch schon gesagt. Wir brauchen das dritte Auge. Und das dritte Auge braucht Camps. Es ist zwar schwer, aber sonst stirbt mir noch weg. Ich hab's dir schon gesagt, nein. Finger weg von dem Zeug. Sonst zieh ich andere Seiten auf. Durch Einschüchterung wirst du mich nicht umstimmen. Mit dem Thema sind wir erst einmal durch, ist das klar? Ich würde jetzt am liebsten einfach losschießen, aber... Nee. Mit dem Thema sind erst einmal durch, ist das klar? Bäh. Kotz-Oma, ey. Ah, wir fliehen! Ah! Alle zum Wohl, da kommt schon wieder eine Atomexplosion. Ah, ich kann nicht mehr rennen, ich muss aber noch ein Stück laufen. Mama. Okay. Wisst ihr noch, wie wir hier gestartet sind? Und ich wusste, wo ich überhaupt anfangen soll zu suchen. Jetzt weiß ich aber ganz genau, hier kannst du suchen, da kannst du suchen, das kannst du suchen. Das ist mega witzig. Bah, wir haben Stimpex versehen. Gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.